Yo, hi Leute, hier ist Kneckebrot mit einer neuen Folge Let's Play Alan Wake. Ja, zum Glück kann man ja hier auch auf Pause drücken, damit die NPCs einem nicht immer ins Wort faseln. Ich hätte das eigentlich schon, fällt mir gerade mal ein, schon eben machen sollen, als dieser Radiosprecher ständig irgendwas gelabert hat. Dann hätte ich einfach mal in Ruhe reden können über diese Musik. Naja, ist jetzt so, aber das ist gut, dass man das weiß. Dass man dann einfach mal kurz in Pause gehen kann und was erzählen kann. Aber ich will jetzt nicht zu viel quatschen, denn ihr seid bestimmt gespannt, wie es weitergeht. Und deswegen werden wir jetzt einfach mal weiterspielen. Ich bin nämlich auch sehr gespannt, ob uns dieser Nightingale, der wird uns ja, der lässt uns ja nicht in Ruhe, dieser FBI-Agent, ne? Und wenn ich dabei draufgehe, kapiert? Ja, Sie kapieren schon, H.P. Lovecraft. Lovecraft? Ich war schon so viele Klippen heruntergefallen. Kommt davon, wenn man sein Buch The Sudden Stop nennt. Es war ganz gut, dass ich May nicht erzählen konnte, wo ich hin wollte. Ich musste die Korps loswerden und das Bergwerk selbst finden. Okay, lesen wir erstmal das Manuskript. Nightingale im Radiosender. Nightingale starrte durch das kaputte Studiofenster in den dunklen Wald. Er drehte sich um und wollte nach draußen, doch Maine griff nach seinem Arm. Mann, sie hätten mich beinahe erschossen. Man legt nicht einfach so auf einen Menschen an. Was ist ihr Problem? Nightingale riss sich los und ging nach draußen. Auf seinen Wangen brannten Zorn und Erniedrigung. Ja, ohne Spaß, dieser Nightingale ist doch irre. Was? Also ohne Scheiß, den Typen könnte man gut nach Outlast in diese Irrenanstalt schicken. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr Outlast alle kennt. Ist ein Horrorspiel, was in einer Irrenanstalt spielt. Das hat übrigens, das muss ich mal ganz kurz erwähnen, es gibt ein super Let's Play zu dem Spiel von The Cute Bunny. Die habe ich ja schon ein paar Mal mittlerweile erwähnt, aber das ist echt super, das Let's Play. Die hat auch das DLC dazu, Whistleblower Let's Play. Könnt ihr euch unbedingt, also solltet ihr euch unbedingt mal reinziehen, ist echt gut. Die macht das echt super. Die hat echt einen schönen Kommentarstil und macht Spaß, bei ihr zu gucken. Und ach du Scheiße. Ja, da kommen schon wieder diese Typen. Scheiße, scheiße, scheiße! Komm schon! Ja! Ich weiß nicht, was uns das jetzt genau bringt. Nimm doch die scheiß Leuchtfackel, Alan! Alter, ich drück die ganze Zeit E und der Typ hebt jetzt nicht auf, das Teil. Alter. Schrotflintenmunition, jawoll! Und ein Revolver. Und Revolvermunition. Ja, wir laden. Ach, wir haben 18 Schuss. Oh. Ich glaube, diese Granaten bewahren uns noch ein bisschen auf für die richtig fetten Gegner. Die sind nämlich sehr geil, diese Granaten. Haben wir ja gesehen, die zerfetzen echt die Gegner ganz schön krass. Wo müssen wir denn weiter? Ich schaue nochmal ganz kurz was nach. Eine Sekunde. Ah ja, alles gut, alles gut. Dann laufen wir mal weiter. Und eben hat es nochmal kurz geruckelt, aber bisher läuft es ja sehr flüssig und das freut mich sehr. Vielleicht mache ich ja sogar noch eine vierte Folge. Vielleicht kann ich mal endlich eine richtige Aufnahmesession machen heute. Und muss nicht wieder abbrechen, weil es zu viel ruckelt. Jawohl, aber wir haben nur 12 Schuss. Ich glaube, wir brauchen 3 Schuss pro Gegner. Das heißt, wir können 4 von diesen kleinen Gegnern töten. Von den fetten vielleicht gerade mal einen. Merkwürdigerweise waren die Arbeitslampen der Energiefirma noch hier. Fast schien es, als habe man sie für jemanden wie mich hier gelassen. Ja. Also das sind alles so Fragen. Das ganze Spiel... Oh, the darkness controls the taken. Die Dunkelheit kontrolliert die Besessenen. Alter, das Geräusch gerade. Aber eine Schrotflinte, sehr geil. Ich weiß gar nicht, hatten wir schon mal die Schrotflinte? Obwohl doch, die hatten wir, glaube ich, schon mal die Schrotflinte, ne? Alter, willst du mich verarschen? Alter. Fuck off. Kleine Bitch. Alter, ohne Nein! Alter. Was zur Hölle ist da gerade passiert? Moment. Wir nehmen jetzt erstmal direkt hier schon mal die Granaten. Gehen hier rein. Alter, was zur Hölle. Ich glaube, wir sollten die Lampen irgendwie einsetzen am besten. Ich weiß nicht, wie wir das am besten machen. Ja, ja. Da links ist eine Lampe, sehe ich gerade. So, ganz schnell.
Wo war denn jetzt die Lampe? Scheiße, ich weiß es nicht. Oh, Alter. Alter, Alan, warum brauchst du denn noch so lange, diese scheiß Lampe einzuschalten? Alter, Alan! Alter Schwede, was ein Stress. Beim nächsten Mal, Alan, schaltest du diese verdammte Lampe schneller ein. Wir haben ziemlich viel Schaden bekommen. Ich weiß nicht, ob uns das Licht heilt. Ich glaube aber schon, wir sollten die nochmal einschalten. Hier, komm. Dann stellen wir uns mal in das Licht rein. Weil oben links, glaube ich, steigt unsere Health. Alter, was ein Scheiß. Zum Zugdepot sollen wir jetzt gehen. Warum denn zum Zugdepot? Habe ich irgendwas verpasst? Und da hinten leuchtet was, oder? Ja, das könnte eine Manuskriptseite sein. Ich glaube, da gehen wir jetzt mal hin. Alter. Aber wir nehmen jetzt nochmal die Pistole. Denn die Schrotflinte bewahren wir uns lieber auch ein bisschen auf. Wir sollten sparsam mit der Munition sein. Wir hatten ja schon oft genug Munitionsprobleme. Alter. Und ich bin auch ganz schön verrückt eigentlich, dass ich jetzt nach da oben laufe. Wir könnten jetzt wieder in so einen Hinterhalt geraten, wenn wir Pech haben. Aber egal, ich will wissen, was auf der Manuskriptseite steht. Und ihr wahrscheinlich auch. Also werden wir das jetzt einfach mal lesen. Rake wird von einem Bull... Was? Wird von einem Bulldozer angegriffen? Okay. Der Motor des Bulldozers sprang tosend an. Matsch und Steine flogen, als er sich in Bewegung setzte. Er traf die Mauer und landete schwer im Freien. Wäre er ein Tier gewesen, hätte er den Kopf geschüttelt, die Augen auf mich gerichtet und angegriffen. Natürlich besaß er weder Kopf noch Augen. Schatten huschten über seine Gestalt, verformten ihn zum Monstrum. Dann griff er mich an. Okay. Das klingt auf jeden Fall nicht sehr gut. Also, ich schau mal gerade, wie viel... Ah ja, alles klar, alles klar. Ich wollte nur kurz wissen, wie viel FPS der hat gerade beim Aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das übrigens sehen könnt. Ich weiß gar nicht, ob ich das so eingestellt habe, dass Fraps die FPS-Zahl dann aufnimmt. Ich weiß gar nicht, waren wir da hinten drin? Ich glaube, da waren wir noch nicht drin. Ne? Da liegt nämlich irgendwas. Da blinkt irgendwas. Munition oder so vielleicht. Oder einfach nur Batterien. Egal, wir brauchen alles, was wir finden können. Alter, diese Musik und diese Geräusche, die machen mich noch fertig irgendwann. Ey. Da kriege ich ja noch ein Herzkasper. Kein Suppenkasper, sondern ein Herzkasper. Oh Mann, ey. Also Leute, wenn ich anfange, schlechte Sprüche zu bringen, dann wisst ihr Bescheid. Da passiert auch was Böses gleich. Oh Mann, ich trinke jetzt auch nochmal gerade einen Schluck Kaffee. Also Cappuccino. Ah, denn ich habe gerade was Durst bekommen. Ich hoffe, das stört nicht, wenn ich während der Aufnahme manchmal was trinke. Aber besser, ich trinke was, als dass meine Lippen zu trocken werden und ich dann mich irgendwann wund rede. Wartet, wir gehen erst in das Licht. Und dann lesen wir. Da ist übrigens auch wieder so ein Emergency-Kasten. Da ist ein Zug, sehr cool. Kontrollpunkt erreicht, okay. Sarah... Oder Sarah, Miss Trout, Nightingale. Sarah vertraute ihrem Bauch und der sagte ihr, dass Agent Nightingale ein Arschloch war. Etwas an ihm stimmte nicht, und zwar nicht nur die Alkoholfahne. Etwas daran, wie er mit der Marke wedelte, auf seinen Rang pochte, an dem Blick, wenn er antworten wollte. Wo war Alan Wake? Wie war das mit dem Unfall? Wo steckte seine Frau? Und vor allem, wieso hatte sie Wake gehen lassen? Ihre Fragen ignorierte er. Bundesangelegenheit, sagte er nur. Ja, Sarah war übrigens, wenn ihr das nicht mehr wisst, das war die Sheriff, also der Sheriff. Ich weiß gar nicht, ob es eine weibliche Form vom Wort Sheriff gibt. Also einfach der Sheriff, also diese Sarah Breaker war das. Falls ihr das vergessen habt, ich weiß es ja nicht. Oh, da ist aber viel drin. Revolver, Schrotflinte, Batterien. Ja, das ist ja... Ja, danke schön. Moment, ich schau mal ganz kurz in die Waffen rein. Ist alles nachgeladen? Ja, alles nachgeladen. 10 Schuss dort. Oh, wir sind aber ganz schön gut ausgerüstet, ne? Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch eine schönere Taschenlampe, also die ein bisschen mehr Licht bringt, ein bisschen mehr Power hat. Hallo? Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Alice? Alice? Alan. Alan. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich brauche Hilfe. Ich sehe dich an, Alan, und das bist nicht du. Etwas anderes. Sieht mich durch deine Augen an. Alice, ich bin hier. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Geht alles den Bach runter. Nur vorsichtig sein. Kooperieren. Die Verbindung war extrem schlecht, aber das war nicht alles, was an dem Anruf nicht stimmte. Sie hatte unecht geklungen.
aber sie hatte angerufen. Ja, wir lesen erstmal das Manuskript, dann sage ich noch was dazu. Ich habe nämlich gerade eine Idee, was das sein könnte, aber egal. Das Rohr löste sich aus dem stählernen Brückengerüst. Von Dunkel umhüllt schwebte es in der Luft und zuckte spastisch. Einen Moment lang verstand ich nicht, was ich da sah. Das schwere Objekt taumelte auf mich zu, von unmöglichen Kräften bewegt. Ich warf mich aus seiner Bahn, doch nur um Haaresbreite. Als ich meine Taschenlampe anstellte, bäumte es sich in finsterer Raserei auf und flog wieder auf mich zu. Sorry, ich musste irgendwie gerade, das ist total hohl und dumm, aber irgendwie musste ich gerade bei dem Wort spastisch kurz lachen. Ich weiß auch nicht, war eigentlich voll dumm. Tut mir leid. Wir gehen mal in die Richtung, weil das Radar sagt, dass wir dort lang müssen. Und da ist ja auch dieses Zugdings. Aber wir gehen in die Richtung, denn vielleicht finden wir noch eine Manuskriptseite. Und was ich erzählen wollte zum Anruf, also die Alice klang sehr, sehr merkwürdig. Und ich habe ja so eine Idee, ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich habe so eine Idee, dass das nicht Alice am Telefon war, sondern dass da irgendwer... Ach so, wir können das nicht aufheben. Okay. Jetzt werden wir aber zugepumpt mit Munition, ja? Das heißt, wir werden gleich ordentlich kämpfen müssen. Oh nein. Wobei, das kann auch einfach sein... Ah, drei, cool. Es kann auch einfach sein, dass wir Glück hatten, dass wir das hier gefunden haben. Oh, fickt euch. So, Freundchen, nicht mit mir. Jedenfalls, ich hatte irgendwie gerade die Idee, dass das vielleicht gar nicht Alice war am Telefon, weil die hat sich ja auch wiederholt. Die hat irgendwie zweimal oder dreimal gesagt, ich habe Angst im Dunkeln und du hast mich alleine stehen lassen. Und auch so total emotionslos, wisst ihr, die sagt, ich habe Angst im Dunkeln. Ganz ehrlich. Da vorne sah ich eine Eisenbahnbrücke. Ah, Mann. Und am Ufer gegenüber eine Art Lagerhaus. Ich hoffte, dort ein Auto zu finden. Ja, aber ganz ehrlich, wenn man Angst hat, ja, dann sagt man, ja, ich habe Angst im Dunkeln. Alan, hilf mir oder so. Und die, ich habe Angst im Dunkeln. Alan, Hilfe, du hast mich allein gelassen. Wisst ihr, so richtig emotionslos, fast wie so ein Roboter. Also irgendwie habe ich die Idee, dass das eine Tonaufnahme war. Und keine Ahnung, ich meine... Alan glaubt ja, dass Alice entführt wurde von dem Typen da. Aber wenn sie entführt... Alter Schwede, das wackelt, ey. Aber wenn man entführt wurde, ja? Und dann mit seinem Ehemann redet, ne? Oder so. Oder überhaupt mit einem Menschen, den man halt liebt. Dann ist man doch eigentlich... Ja, dann ist man doch eigentlich emotionaler, oder? Denn eigentlich hätte sie doch irgendwas sagen müssen, hey Schatz, Baby, ich vermisse dich, helf mir, oder irgendwie sowas. Stattdessen, du hast mich erleugnen lassen, irgendwie so richtig merkwürdig halt. Ne? Alter Schwede, das geht mir ab. Wo muss ich überhaupt lang? Hä? Alter! Willst du mich verarschen? Was? Was ist denn da gerade passiert? Ich glaube, ich rede zu viel. Ich sollte mich mehr aufs Spielgrad konzentrieren. Sorry, wenn es, ja. Was ist da passiert? Was zur Hölle? Oh, Mann. Alter Schwede. Aber es macht gerade wieder richtig Bock, das Spiel. Ohne Spaß. Also, ich habe gerade richtig Bock drauf. Obwohl ich eigentlich was müde bin. Aber es ist bei mir so, wenn ich müde werde. Also, manche Leute werden dann ja gestresst. Also, ich bin dann auch schon mal nicht unbedingt gut drauf, wenn ich wirklich müde bin. Aber es gibt so Tage wie jetzt. Wenn ich dann müde bin, dann habe ich auf einmal super Laune. Ich weiß gar nicht warum, das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, das wissen wir schon. Ich glaube, diesmal rennen wir einfach. Ich habe das Gefühl, wir sollten mal ein bisschen schneller sein. Ich weiß nur nicht, wo wir hin müssen. Wo müssen wir denn hin? Ich weiß es nicht. Ach, hier. Alter Schwede. Holy shit. Alter. Boah, gib mir doch nicht so auf die Schnauze. Was ist das denn für ein Teil? Oh, oh, oh. What? Alter. Was passiert hier? Oh, Mann, wo ist der Eingang? Alter.
Da müsste er scheinbar hoch. Boah, was ein Stress, ey. Manuskriptseite, jawohl, es geht weiter. Rake und das Dunkel in der Lodge. In der Lodge? Moment mal, die Lodge, das war doch von diesem Arzt. Dieses Haus da, dieses Cauldron Lake Lodge. Das haben wir, glaube ich, in der zweiten Folge oder so gesehen. Also dieses Haus am See, was aber nicht im See war, sondern am See. Das ist ein Unterschied. Okay, lesen wir mal. Ich warf die Tür direkt vor seiner Visage zu. Er flehte mich an, sie zu öffnen. Und das Arschloch dachte wirklich, ich würde gehorchen. Ich empfand kein Mitgefühl mehr. Schuld auch nicht. Nicht seinetwegen. Einen Moment genoss ich das Geschrei. Ich muss dabei gelächelt haben. Zu mir war keine Zeit. Das Dunkel war hier bei mir in der Hütte. Okay. Also wenn wir jetzt... Ich habe ja nur eine Idee, aber es könnte ja sein, dass wir zu dem Arzt kommen. Also ich weiß es nicht. Aber es könnte ja sein, dass wir auch nochmal zu dem Arzt gehen, den wir ja in die Fresse gehauen haben. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge. Als Teenager, als mein Interesse am Schreiben begann, war Stephen King eine Quelle der Inspiration für mich. Ich dachte an all die Dinge, die in seinen Büchern lebendig wurden. Niemand ist in einer guten Horrorstory sicher. Schon gar nicht die Hauptfigur. Das macht den Spaß daran aus. Das hier war kein Spaß. Die Dunkelheit verleibte sich alles ein. Und sie rückte näher. Ja, und sehr geil. Wir haben eine neue Taschenlampe. Die, oh, guck mal, oben links das Taschenlampensymbol ist größer. Das heißt, die hat auf jeden Fall mehr Power. Also da ist mehr Leistung hinter, als die das Ding, das kleine. Das ist ja schon mal sehr schön. Aber ich muss leider, wobei wir heben das hier noch auf. Den Revolver und die Batterien. Aber ich muss leider wieder mal den Part beenden. Denn wir sind jetzt wieder bei einer Viertelstunde oder so. Habe ich gerade gesehen. Oder ich glaube sogar ein bisschen Überlänge wieder. Und deswegen würde ich sagen, beenden wir den Part hier. Und dann geht es hier in der nächsten Folge weiter. Ich glaube, ich werde direkt weiter aufnehmen. Schau nochmal. Ja, die FPS-Zahl stimmt auch noch. Es ruckelt gerade nicht. Macht gerade Bock, das Spiel. Und warum soll ich da nicht noch ein paar, noch ein paar Folgen machen? Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder mal Spaß beim Zuschauen und ja, lasst eine Bewertung da, wenn ihr Bock drauf habt oder ein Kommentar ist noch besser. Also ich liebe das, wenn ihr Kommentare schreibt. da wäre ich euch sehr dankbar für, aber ja. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Euer Knecke. Tschüss.